Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht so geheim. Oh, ich weiß. Wegen dem, was seiner Katze Freundin passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, Harry und die intellektuelle Überlegung. Dachtest du, ich vermisse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie stirbt. Na los, löst dieses Rätsel, Jungs. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Es ist Ende! Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst das mir glauben. Das tue ich. Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Bitte schön. Was ihr für ein Paar habt? Nur für dich. Seid ihr gerade zu überleben? Das freue dich daran, solange es geht, dunkler Ritter. Ich habe mehr für dich getan, als Dinge zu schlagen. Noch mehr?
Das hat dir sicher Spaß gemacht. Mehr Spaß wird's heute leider nicht geben. Wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen bum bum. Nicht verzweifeln, dunkler Ritter. Du hast doch schon einen Test geschafft. Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln. Setz dich in deinen Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv. Dein zweiter Test erwartet dich. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Nein, Miezekatze. Geh da durch und dann gibt es an den Wänden des Weißen Hauses eine ganze Reihe neuer Bilder. Worauf wartest du? Muss ich erst meine Klauen ausfahren? Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Eine Herausforderung unterhalb von Chinatown? Also gut, Nigma. Ich werde mitspielen und gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Ich muss zurück zur Brücke, um das Batmobil nach Miagani Island zu bringen. Sobald du geschlagen bist, werden sie Denkmäler für mein Genie sein und Mahnmale für deine Dummheit. Horden von Schulkindern werden in die Aufzüge stürzen, begierig darauf, den Ort zu sehen, an dem der dunkle Ritter geschlagen wurde. Sie werden es natürlich nicht verstehen, aber sie werden kommen.
ein so simpler und eleganter Test, bei dem selbst du das Prinzip solltest erahnen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen. Detektiv. Weißt du, Batman, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das hier rauskriegst. Das ist nicht nur ein Intelligenztest, dunkler Ritter. Ich teste auch noch dein Geschick. Geschafft. Oder bist blindlings zum Sieg gestolpert? Zeit, sich um den Schlüssel zu kümmern. Nun denn, Detektiv, hüpfe auf die Druckplatte neben mir. Hör gut zu, dunkler Ritter. Das Schicksal deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich sehe sie, Eddie. Gut. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen weniger nützliche Schlüssel, die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Weißen Hauses verteilen werden. Diese Aufgabe, Detektiv, ist einfach. Finde heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Lieg nur nicht falsch. Okay, Batman, mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Ich habe dieses Mal zwei von Catwomans Halsband abgezogen, um Batmans Erfolg zu berücksichtigen. Ich hätte einfach bei 8 anfangen können, aber naja, 9 Leben, es lag zu nah. Lag zu nah.
Nun, Catwoman, feiere dein Überleben, indem du Batman über die neuesten Entwicklungen im Waisenhaus unterrichtest. Nein, mach du es. Los jetzt. Oh, Batman, da ist eine große, mysteriöse, grüne Tür. Ja, genau. Komm zurück zum Waisenhaus, Batman, dann lasse ich euch beide durch. Der vor dir liegenden Aufgaben zu begreifen. Die schiere Gewaltigkeit meiner neuen Herausforderung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hältst du dich für schlau. Erfüllten dich diese früheren Siege vielleicht mit Hoffnung? Nun, dann reite doch auf dieser Welle der Eitelkeit bis ganz zurück zum Waisenhaus. Ich erwarte dich. Haus. Selina sitzt immer noch im Waisenhaus fest. Nigma hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Oh Scheiße, er klebt an uns dran! Rennt auf! Bring uns hier raus! Das muss man Scarecrow lassen. Er hat uns die Schlüssel zur gesamten Stadt überreicht. Willkommen im Rezitorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube, sie zu sehen, löse mein Rätsel. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Viel Glück. Nein, Batman! Du liegst weiter neben! Weiter neben!
Fast geschafft, Batman. Aber du hast mich noch nicht ganz überzeugt. Nun gut, du hast dir wohl das Recht verdient, deine Freundin zu sehen. Sie wird so erstaunt sein wie ich, dass du so weit gekommen bist. Schön, dich zu sehen. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Oh, großartig. Noch mehr Fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman, Catwoman. Keiner von euch kommt da wieder ohne die Hilfe des anderen raus. Sieh an, mehr von Eddies selbst gebastelten Freunden. Tja, sieh an, das wäre geklärt. Ihr beide seid nicht gleichermaßen dumm. Glückwunsch, Catwoman. Batman, du hängst hinterher. Freude beschreiben, dich über die einfachsten Ratespiele verzweifelt zu sehen. Ich entschuldige mich bei dir dafür, keins gestellt zu haben, da drauf schlagen kann. Hier, warum lässt du deine Frustration nicht an meinen automatischen Helfern aus? Hol dir! Du hast einen weiteren Schlüssel verdient.
Es geht die ganze Nacht so weiter, oder? Das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Bist du in Ordnung? Ich bin okay. Ich brauche deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkler Ritter, den nächsten Test findest du unter dem Elliot Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen. Hey, Bats! Seit wann ist Catwoman so niedlich? Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Frag sie doch nach einem Date.